Servus Leute, was geht? Ich bin Marco Polo und heute bringe ich dir bei, wie du reagieren solltest, wenn deine Freundin ständig über ihren Ex-Freund redet. Also bleib dran und enjoy den Vlog. Frauen reden ständig über ihren Ex-Freund. Kennst du das? Wenn sie sagt so, boah, der ist wieder mit dieser Schlampe unterwegs oder er hat ihr mal wieder geschrieben in WhatsApp und sie sagt dann so zu dir so, ey, was der geschrieben hat, das regt mich so auf, ey. Und wenn sie dann noch so sagt, so, was ein Spaß der ist, wie kann er es nur wagen? Und wenn sie dann auch mit dir chillt und dann die ganze Zeit so erzählt, hey, ja, dann vor einem Jahr mit dem und dem, dann waren wir dann da und da und die ganze Zeit die Storys erzählt und irgendwo in dieser Story immer ihr Ex-Freund zusammenhängt. Du kennst das, ich kenn das. Es nervt. Und ich habe mir so über die Jahre eine Variante überlegt, damit umzugehen, die sie ziemlich schnell merken lässt, dass das nicht funktioniert, was sie gerade tut, sprich die ganze Zeit über ihren Ex-Freund reden. Wie das funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Wenn eine Frau über ihren Ex-Freund redet, gibt es genau zwei Varianten, wie sie das tun kann. Entweder sie redet gut über ihn oder sie redet schlecht über ihn. Was solltest du tun, wenn sie schlecht über ihn redet? Wenn deine Freundin schlecht über ihren Ex-Freund redet die ganze Zeit, dann hängt sie wahrscheinlich noch emotional an ihm. Sonst würde sie ja nicht die ganze Zeit sich so darüber aufregen und die ganze Zeit wieder ihn als Thema auf den Tisch bringen. Was sie jetzt braucht, ist emotionale Stabilität. Und du kannst ihr dabei helfen. Deine Waffe dafür sind Boyfriend Destroyer. Sprich, du lässt sie schlecht über ihn reden, bis sie sich selbst eingeredet hat, dass er wirklich schlecht ist und damit dann keinen Grund mehr hat, sich so sehr über sein Verhalten oder seine Äußerungen aufzuregen. Sprich, sie ist besser drauf und sie redet nicht mehr so viel über ihren Ex, weil er in ihrem Kopf nicht mehr diesen hohen Stellenwert hat. Im Prinzip funktionieren Boyfriend Destroyer so, dass du die Frau dazu bringst, schlecht über ihn zu reden, sodass sie sich selbst einredet, dass er schlecht ist. Das funktioniert in der Praxis so. Wenn sie dir mal wieder erzählt, was für ein Spasti ihr Ex-Freund ist, dann fragst du in Zukunft einfach mal nach, warum ist er denn so ein Spasti? Und dann fängt sie an, dir zu erklären, warum er so ein Spasti ist. Sprich, sie redet schlecht über ihn. Du kannst das Ganze auch steigern. Du kannst es total übertreiben. Wenn sie dir zum Beispiel erzählt, wie weh ihr Ex-Freund ihr früher getan hat und sie übertreibt es komplett, dann spiel das Spiel einfach mit und sag, hey, wie hat er dir denn so weh getan? Und zeigst so Verständnis und fragst so nach, lässt sie über alle negativen Gedanken und Erinnerungen, die sie mit ihm hat, richtig detailliert reden, so die richtig die Negativität daraus arbeiten. Sie erklärt dir dann auf jeden Fall, wie er ihr wehgetan hat, was er denn falsch gemacht hat und erklärt es dir, redet darüber, was er alles so Schlechtes getan hat und dann setzt du noch einen oben drauf und fragst, sag mal, wie hat sich denn das damals für dich angefühlt, als er das so gemacht hat? Und bam, du erinnerst sie an ihre negativen Emotionen, die sie durch ihn hatte und dadurch trübst du dieses Bild in ihrem Kopf von ihrem Ex-Freund, weil du darauf praktisch aufmerksam machst, wie schlecht er ihr getan hat. Aber das Wichtigste an dieser Technik ist, nicht, dass du nur sie schlecht über ihn reden lässt, weil dann wäre er die ganze Zeit wieder Thema, sondern nachdem sie dir erklärt hat, wie er sie verletzt hat, wie sich das für sie angefühlt hat, zeigst du Verständnis und Sympathie für ihn. Du zeigst, dass du ihn verstehen kannst, warum er so gehandelt hat damals. Schließlich gibt es ja einen Grund dafür, dass sie mal auf ihn stande. Und du solltest nicht so weit weg dich selbst positionieren von seiner Position. Also du solltest schon ein bisschen Verständnis, Sympathie für ihn zeigen. Und dann vielleicht sowas sagen zu ihr wie, hey, das war bestimmt richtig scheiße für dich. Aber ehrlich gesagt kann ich schon verstehen, warum er so gehandelt hat. Ich war früher auch mal so. Wenn du sowas sagst, das ist brutal. Du zeigst Verständnis für ihn, du kannst zeigen, dass du ihn verstehst und gleichzeitig sagst du, ich war früher auch mal so, so damit degradierst du ihn auf ein solches unreifes Level einfach und wenn du es auf diese Schiene machst, versteht sie viel, viel besser und kann es viel, viel besser annehmen, dass du, ihr neuer Mann, besser bist als ihr Ex-Freund und sie kriegt dadurch, wenn du dich so verhältst, auch das Gefühl, dass du richtig mit Eifersucht umgehst, also mit dem Shit-Test Eifersucht, wenn sie dich mit Eifersucht shit-testen will, damit gehst du richtig um.
Sie sieht das, wenn du so umgegangen bist, dass du das kannst, und sie wird dich in Zukunft nicht mehr mit Eifersucht Shit testen. Warum? Weil du den Shit-Test Eifersucht bestanden hast. So, das war die Variante, wenn sie schlecht über ihn redet. Du intensivierst das Schlechtreden über ihn, zeigst danach Verständnis, Sympathie, du warst früher auch mal so, degradierst ihn komplett. Was aber tun, wenn sie gut über ihn redet? Wenn sie die ganze Zeit davon erzählt, wie schön es mit ihm war, wie toll er doch ist, was für einen tollen Schwanz er hat und wie gut er sie gefickt hat im Endeffekt, okay? Wenn sie die ganze Zeit so über ihn redet, dann lass sie reden. Ignoriere sie. Guck weg. Gib dem Gespräch überhaupt keine Luft zum Atmen. Gib dem Gespräch nichts, was sie zum Weiterreden anregt. Okay? Nimm dem Feuer praktisch den Sauerstoff zum Brennen. Und du als Mann musst verstehen, dass hier nicht die Logik entscheidend ist, sondern die Emotion. Führe sie am besten zu den Emotionen, die du sie fühlen lassen willst. Und in Bezug auf ihren Ex-Freund ist das am besten eine gähnende Leere. Am besten sollte sie nichts fühlen für ihn. Okay? Und das erreichst du, indem du einfach komplett ignorierst, was sie labert. Und ich sage dir, es ist super wichtig, dass du das schaffst, dass du lernst, ihre Emotionen gewissermaßen zu kontrollieren und positiv zu halten. Warum? Weil sie sich dadurch erst komplett auf dich einlassen kann, weil du wirklich der Mann bist, auf den sie sich verlassen kann. Warum? Weil du die emotionale Kontrolle hast. Das ist das, was du als Mann als großen Vorteil vor der Frau hast. Du hast emotionale Kontrolle, wenn du gut bist als PUA. Okay? Das bedeutet, du gibst ihr die stabile emotionale Basis, die sie braucht, weil sie komplett hormongesteuert und emotional gesteuert ist, weil sie durchdreht als Frau, 20.000 verschiedene Emotionen am Tag fühlt, und du bist der Fels in der Brandung, der sagt, das ist die Emotion, die in die Richtung leitet, und die brauche ich von dir und die fordere ich jetzt von dir, und bam, dann machst du das noch mit natürlich ein bisschen Verständnis und so, aber du brauchst auch schon so ein bisschen härter als Mann. Der dritte und letzte Tipp ist, wenn sie es einfach komplett übertreibt, okay? Es gibt auch Fälle, wo, wenn sie schlecht über ihn redet und du machst das, wie ich dir gerade erklärt habe, sie immer noch lästert und einfach nicht darauf klarkommt, okay? Weil sie einfach durch ist. Sie ist emotional durch. Dann musst du dir bewusst werden, dass sie in einem Status ist, menschlich und einfach in ihrem Lebensweg, an dem sie dir momentan nicht so viel geben kann, auch selbst wenn sie es will, okay? Und in dem Moment musst du dich selbst fragen, hey, ist diese Frau es wert, dass ich leide, weil sie mir nicht genug geben kann, sodass ich diese Beziehung aufrechterhalte? Diese Frage musst du für dich selbst beantworten, die kann ich nicht für dich selbst beantworten, weil ich es nicht weiß, in deinem Fall, wie sehr du deine Freundin liebst, wie wichtig dir die Beziehung ist und wie viel sie dir in Wirklichkeit gibt. Aber ich muss dir sagen, dass wenn sie dir zu wenig gibt, du das Ganze ansprechen musst und das Ganze auf den Tisch bringen musst, du musst dir klipp und klar sagen, hey, pass auf, wenn du weiter so machst mit deinem Scheißverhalten, dann funktioniert das nicht mit uns beiden. Dann hast du Männlichkeit gezeigt, dann hast du deinen Standpunkt gefestigt, und wenn du dann dahinter stehst und Konkurrent bist, wirst du sehen, sie wird endlich zur Frau werden, sie wird endlich das machen, was du sagst, du hast dein Ziel erreicht und das ist genau das, was du wolltest. Sie hat aufgehört, über ihren Ex-Freund zu reden. Sie hat deine Wünsche und deine Bedürfnisse respektiert. Und das ist genau das, was du willst. Und du hast es erreicht, indem du Härte gezeigt hast, indem du einen Plan hattest. Für weitere Videos dieser Art abonniere bitte den YouTube-Channel, like meine Facebook-Fanpage, follow me on Instagram und schau auf jeden Fall nach auf www.marcopolo.tv und trag dich dort auch für den Newsletter ein, um wirklich immer up-to-date zu sein und die neuesten News und Aktionen zu bekommen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like nach oben. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out!